andere Stadt. Ich sehe dich mit meinen Augen, das Bild vergangener Zeit, das kann dir nicht als Vorbild taugen. Dein Schritt ins Neuland ist sehr groß und mehr als irgendein Weg. Berlin, Mensch, mein Berlin, das ist jetzt dein. Gehen. Die
Technik wird uns und die Zukunft nicht retten. Wenn wir Demut nicht lernen, dann würde ich wetten. Geistig verarmen vor den Computern, so halten wir euch nicht von der Wut fern. Gefragt ist heute Zivilcourage anstatt Zerstörung, Frust und Rage. Und fördern partout, sollt besser leben, das steht euch zu. Wenn wir nicht begreifen, zeigt uns der Planet die Grenzen des Lebens, dann ist es zu spät. Mit dem Herzen gehen ist besser als Geld, vielleicht schaffen wir so doch noch eine bessere Welt. Immer dann, wenn keiner mehr weiß, wo lang, keiner mehr weiß, wofür. Wenn's im Bach untergeht, alles mächtig stinkt, dann ist klar, wir haben zu geben, wofür sich überhaupt lohnt zu leben. Immer dann. Es gibt einen Vorläufer von dieser Sendung, wie heißt sie noch? Cover My Song oder Ich sing dein Lied oder sowas, was der Xavier Naidoo da macht. Da gab es aus Holland kommend Cover My Song vorher. Da haben Rapper quasi ja, was vorgegeben und da sollte man vom anderen Lager her stammend was anderes draus machen. Und jetzt ist das natürlich für mich ganz schwierig, weil ich möchte immer ziemlich viel Text haben und das kannst du mit dem Rap viel besser als mit anderen Liedern. Da ist ja immer bloß Vers, Refrain, immer dieselbe Wiederholung und dieser ganze ist also relativ rudimentär nur möglich, Gedanken zu entwickeln und da wird dann auch so was wie ein Rap gemacht. Da fielen die wirklich vom Stuhl, weil die haben gedacht, ich mache nun ganz was anderes, aber es wurde toleriert. Und das ist in meinem Fall eine, wie soll man sagen, also wenn ich Sinn machen mochte und wollte damals, das ist jetzt so anderthalb Jahre her, dann muss ich sagen, muss ich irgendwas machen, was mit der Jugend zu tun hat. Und diese ewigen Vorwürfe an die Jugend, ja, dass die also irgendwie nicht so sind, wie wir sie wollen und also grottenmäßig sich verhalten und ja, sich nicht engagieren oder was auch immer an Kritik da ist, das haben wir doch verbrochen und nicht die. Weil wir haben ihnen einfach schlechte Fundamente gebaut, ja, worauf sie eigentlich nichts selber bauen können. Und diese Selbstbezichtigung, die habe ich jetzt hier betrieben. Und da kann mir ja keiner an den Wagen fahren, nicht? Da kann man nicht sagen, ich mache so, weil es betrifft mich selber. Also, mich selber kann ich so viel beschimpfen, wie ich will. Oder?